Hallo Kinder, wir Lesefüchse müssen jetzt wegen Corona auch alle daheim bleiben. Aber im Internet lesen wir trotzdem für euch ein paar Geschichten vor. Und hier kommt schon eine. Hallo liebe Kinder. Ich bin die Brigitte von den Lesefüchsen und ich lese euch eine Geschichte aus dem Buch Magische Tiergeschichten von Anna Ruhe und Monika Patschak vor. Erschienen ist das Buch im Arena Verlag. Die Geschichte heißt Ein Einhorn auf der Pferdekoppel. Manchmal, wenn man sich etwas ganz fest wünscht, kann es passieren, dass der Wunsch auch in Erfüllung geht. Das funktioniert aber nur bei Herzenswünschen, bei furchtbar wichtigen und lebensnotwendigen Wünschen. Lea hat so einen Herzenswunsch. Seit heute sind nämlich alle Tage nur noch blöd. Sie sind blöd, weil es Tage ohne Nelly sind. In Zukunft muss Lea nämlich nicht nur ohne Nelly nach der Schule nach Hause gehen, sie wird sie gar nicht mehr sehen. Nie mehr. Naja, außer vielleicht mal in den Sommerferien. Seit heute wohnt Leas beste Freundin nicht mehr in ihrem Dorf, sondern in einer Stadt. Weit weg von Leas und Nellys gemeinsamen Staudämmen, ihrem Baumhaus und der Pferdekoppel. Ohne eine beste Freundin macht nichts mehr richtig Spaß, findet Lea. Alles ist langweilig. Außerdem machen sich die anderen Mädchen in ihrer Klasse nicht viel aus Staudämmen oder Pferdekoppeln. Natürlich wollte Nelly nicht von hier wegziehen. Aber gegen Eltern, die das einfach entscheiden, kommt man nicht an. Ärgerlich und traurig klettert Lea auf einen Balken der Pferdekoppel. Nicht mal die zwei Haflinger sind heute hier. Lea stöhnt. In so einer Situation hilft nichts, absolut gar nichts. Außer eins vielleicht. Lea beschließt, sich etwas zu wünschen. Ab heute will sie das jeden Tag tun. Und immer zur gleichen Zeit und am gleichen Ort. Schaden kann es ja nicht. Jedes Mal, wenn sie an der Pferdekoppel vorbeikommt, wird sie sich etwas wünschen. Und zwar eine beste Freundin. Die Tage vergehen schrecklich langsam, aber nichts passiert. Trotzdem hört Lea nicht auf, ihren Wunsch an der Pferdekoppel auszusprechen. Und wer so hartnäckig ist, hofft sie, hat vielleicht auch Glück. Nach einer gefühlten Ewigkeit entdeckt Lea zwischen den zwei Haflingern ein neues Pferd. Es ist nicht so kräftig wie die anderen und außerdem schneeweiß. Neugierig lehnt sich Lea an die Koppel. Langsam trabt das weiße Pferd auf sie zu. Es hat irgendwas auf der Stirn. Ist das ein Horn? Lea zieht die Augenbrauen hoch. Steht dort ein Einhorn auf der Koppel? Ach, pappalapap! In Gedanken schüttelt sich Lea. Einhörner gibt es doch gar nicht. Und wer an so etwas glaubt, ist albern, sagt sie zu sich selbst. Hier seht ihr das Pferd. Aber auch als das weiße Pferd direkt vor ihr steht, hat es immer noch ein Horn auf seiner Stirn. Da kann Lea sagen, was sie will. Auf der Koppel steht ein Einhorn.
Einhorn, das sie anschaut. Warum bist du so traurig? Fragt es plötzlich. Reden kann es also auch noch. Vor Staunen bekommt Lea ihren Mund gar nicht mehr zu. Weil ich allein bin. Das Einhorn stupst sie mit seiner Schnute an. Warum bist du denn allein? In dem Dorf hier leben doch so viele Menschen. Wie kannst du da allein sein? Lea spürt, wie der Kloß in ihrem Hals dicker wird. Weil ich keine Freundin habe. Wieso denn nicht? Fragt das Einhorn verwundert. Warum suchst du dir nicht eine Freundin, wenn du gerne eine hättest? Weil, schnieft Lea, weil es hier keine Freundin mehr für mich gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen, wiehert das Einhorn. Vielleicht hast du nur nicht genug gesucht. Doch, widerspricht Lea, aber kein Mädchen ist so wie Nelly. Das Einhorn schüttelt seine Mähne. Das glaube ich gern, aber immerhin hast du ja mich. Als Lea am nächsten Tag wieder zur Pferdekoppel kommt, um das Einhorn zu besuchen, steht noch jemand dort. Lea verdreht die Augen. Es ist die langweilige, stille Tilly aus ihrer Klasse. Die, die nie einen Mucks von sich gibt. Wahrscheinlich ist deshalb das Einhorn nirgends zu sehen. Hi, begrüßt Tilly sie und lächelt schüchtern. Hi, gibt Lea zurück und lehnt sich ebenfalls an die Koppel. Für ein paar lange Minuten schweigt sie. Hoffentlich geht Tilly bald, damit Lea das Einhorn wieder treffen kann. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Fragt Tilly plötzlich in die Stille hinein. Lea zuckt gelangweilt die Schultern, wenn du willst. Tilly schaut sie ernst an. Erzählst du es auch wirklich niemanden weiter? Nö, mach ich nicht, versichert Lea. Tilly rutscht ganz dicht an Lea heran und flüstert. Glaubst du an Einhörner? Lea reißt ihre Augen auf. Wieso weiß Tilly von dem Einhorn? Hast du es auch gesehen? Fragt sie aufgeregt. Tilly grinst. Es hat mir versprochen, dass mein Wunsch in Erfüllung geht. Ganz bald. Lea muss lachen und grinst zurück. Ich habe mir auch was gewünscht, gesteht sie. Und während Lea das sagt, fällt ihr auf, dass Tilly vielleicht doch gar nicht so langweilig ist, wie sie immer dachte.